Du denkst, du hast einen langsamen Stoffwechsel und kannst deswegen nicht abnehmen? Schau dir unbedingt dieses Video an, in dem wir dir erklären, warum du keinen langsamen Stoffwechsel hast und wie du trotzdem abnehmen kannst. Hi, mein Name ist Alexander Seifried aus dem Sauna Gym in Ulm und heute in diesem Video wollen wir darüber sprechen, warum du keinen langsamen Stoffwechsel hast. Die meisten Menschen, die sich mit dem Abnehmen schwer tun, sind der Meinung, sie hätten einen langsamen Stoffwechsel. Was sie damit meinen, ist meistens, dass ihr Stoffwechsel sehr sensitiv auf Nährstoffzufuhr reagiert und einfach vermehrt die Nährstoffe, die gegessen werden, im Körper einlagert und deswegen vermehrt Fett aufbaut. Demgegenüber stehe der sogenannte schnelle Stoffwechsel, der viel besser funktioniert und nicht so viel Fett einlagert. Deswegen denken viele Menschen, dass sie aufgrund ihres Stoffwechseltyps einfach so gut wie nicht abnehmen können. Du kennst vielleicht selbst einige dieser Personen, die unfairerweise einfach alles essen dürfen, was sie wollen, ohne auch nur ein Gramm zuzunehmen. Und du schaust die Schokolade nur an und hast schon 2 Pfund mehr auf den Hüften. Unfair, oder? Die Wahrheit ist allerdings, für uns alle gelten die gleichen Gesetze. Diese Einteilung in schneller und langsamer Stoffwechsel stimmt deswegen nur bedingt. Es ist natürlich wahr, dass die Enzyme bei einem schnellen Stoffwechsel vielleicht etwas besser funktionieren als bei einem langsamen Stoffwechsel, dass da tatsächlich ein bisschen was passiert. Aber im Grunde gelten für uns alle dieselben physikalischen Gesetzmäßigkeiten, und zwar vor allem die der Kalorienbilanz. Das bedeutet für dich, selbst mit dem langsamsten Stoffwechsel kann man immer noch abnehmen, wenn man die Gesetzmäßigkeit der Energiebilanz berücksichtigt. Wenn du weniger Kalorien isst, als du verbrauchst, dann wirst du abnehmen, egal was für ein Stoffwechseltyp du bist. Andersherum kann man auch mit dem schnellsten Stoffwechsel Körpergewicht zunehmen, wenn man nur ausreichend Kalorien isst. Logisch, oder? Das bedeutet für dich, deine Lösung besteht darin, deinen Kalorienverbrauch zu erhöhen mit Bewegung oder mit Sport. Werde aktiv und erhöhe deinen Umsatz, beschleunige deinen Stoffwechsel. Das bedeutet in dem Fall nichts anderes als verbrauche Kalorien. Eine negative Kalorienbilanz zu erreichen bedeutet aber ausdrücklich nicht, eine Crash-Diät zu machen und minimale Kalorienzufuhr zu pflegen. Denn das ist wirklich vielleicht das einzige Mittel, mit dem du wirklich deinen Stoffwechsel verlangsamen kannst. Zu strikte Diäten reduzieren deine Muskelmasse und fahren deinen Stoffwechsel so herunter, dass du in Ruhe und bei Bewegung weniger Kalorien verbrauchst. Das bedeutet, das ist wahrscheinlich das wirksamste Mittel dafür, dass dein Stoffwechsel tatsächlich einschläft und du noch schwieriger langfristig abnehmen kannst. Deswegen verzichte unbedingt auf Crash-Diäten und sorge dafür, dass du ein minimales Kaloriendefizit hast und dich mehr bewegst, deinen Kalorienumsatz erhöhst. Wie du siehst, hat der Erfolg beim Abnehmen kaum etwas damit zu tun, ob du einen schnellen oder langsamen Stoffwechsel hast, sondern wie viel Kalorien du verbrauchst und wie viele du isst. Irgendwelche Zusatzstoffe, die deinen Stoffwechsel beschleunigen sollen, Ingwer im Tee oder schwarzer Pfeffer oder was man sonst noch so im Internet hört und sieht, all das hat einen minimalen Effekt auf dich und wird deinen Stoffwechsel nicht schneller machen. Vermutlich hast du nicht mal einen besonders langsamen Stoffwechsel, sondern hast ehrlicherweise bisher einfach zu viele Kalorien gegessen. Wenn du etwas daran ändern willst, dann erhöhe deinen Verbrauch und reduziere deine Kalorienaufnahme und du wirst nie wieder Probleme haben mit einem zu langsamen Stoffwechsel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wir freuen uns wie immer über einen Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und für deine persönliche Ernährungsstrategie empfehlen wir dir die kostenlose Ernährungsanalyse. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Alex von Sauna Gym.